Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Und heute mal wieder zu einem besonderen Anlass, denn gestern kam ja der neue Trailer zum Unshackled oder auch dem Befreit Event raus. Ja, denn es ist tatsächlich so, Leute, wir bekommen nächste Woche Dienstag schon das nächste Event. Jetzt ist das Warriors Collection Event gerade eben, ja, ich sag mal, ausgelaufen und seit 2 Tagen nicht mehr da. Und schon bekommen wir, zack, einfach das nächste. Das ist doch auf jeden Fall schon mal richtig, richtig geil. Dienstag 19 Uhr wird es wahrscheinlich soweit sein. Und alter Leute, es warten heftige Skins und heftige Items auf euch und ein neuer Spielmodus. Aber vorher reagieren wir erstmal auf den Trailer und danach gibt's die Analyse. Deswegen, let's go. So, ich bin gespannt. Yo, der erste Screen sieht ja mal mega aus, okay. Oh, Revenant vs. Valkyrie, oder was? Oha. Lol. Oh, damn. Digga, dieser Valkyrie-Skin. Unshackled. Der Wraith-Skin. Okay. Oh, Bojack-Spieler. Bam. Digga. Und wir bekommen einen neuen Modus. Nein. Wie geil ist das denn? Wir bekommen Flashpoint zurück. Wie geil. Juch, Alter. Holy sch. Geil. Alter, Apex-Trailer werden immer besser. Das ist insane. Und Alter, dieser Pathfinder, dieser Valkyrie-Skin. Junge, Junge, Junge. Neuer PK-Skin. Yo. Oh. Ja, wahrscheinlich. Das war clean. What? Und Alter, guckt euch mal diesen Skin an. Von der Valkyrie und dem Crypto. Ja, hör mir doch auf. Alter, das sieht so brutal epic aus. Ich meine, den Valkyrie-Skin haben wir im Trailer schon gesehen. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, den Crypto-Skin gesehen zu haben. Und der sieht ja so geil aus. Alter, ich will den haben. Oh Mann, ey. Da freue ich mich drauf. Alter, das wird richtig geil. So, kommen wir zur Analyse. Der Revenant-Skin müsste, glaube ich, neu sein. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das wird kein legendärer. Das müsste ein blauer oder ein epischer Skin sein. Eins von beiden. Der hat auf jeden Fall eine Kraber in der Hand. Okay. Ist es vielleicht sogar ein Kraber-Retexture? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß, dass es so einen ähnlichen Kraber-Skin gibt, aber ich dachte, der wäre an manchen Stellen noch türkis gewesen. Vielleicht ist es ein Recolor für den Kraber-Skin. Weiß ich aber nicht mit Sicherheit. Ja, und dieser Valkyrie-Skin, ne? Dieser Valkyrie-Skin ist so fire, das ist unglaublich, ne? Watson, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob der Watson-Skin neu ist. Ich glaube, aber ja, doch, durchaus. Aber der wird auf jeden Fall auch nicht legendär sein, sondern episch oder blau halt. Oh yes, und da dieser Pathfinder, dieser Wraith-Skin, der ist epic. Okay, da haben wir den Revenant-Skin nochmal. Ja, da sehen wir den Pathfinder nochmal so ein bisschen. Der ist schon fire. Also auf den freue ich mich tatsächlich auch. Und der hat auch so ein Stirnband rum, wenn ich das richtig sehe. Ja, wie geil. Okay, das ist ein schönes Detail. Dann hier sehen wir die Wraith, wie sie die Valkyrie aufhebt. Aber ich glaube, den Wraith-Skin sehen wir später nochmal. Oh, das ist so gut geschnitten, ne? Das ist so gut gemacht. Unshackled, da haben wir den Wraith-Skin. Komm, okay. Juch, das könnte, glaube ich, der neue Schwitzer Wraith-Skin werden. Ohne Spaß. Ich glaube, das ist mit Abstand der schwitzigste Wraith-Skin, den wir jemals gehabt haben. Und ich glaube, der wird tatsächlich die neue, in Anführungszeichen, Skin-Meta bei Wraith. Weil der einfach so sweaty ist und der eher... Oder? Nee, warte mal. Doch, doch, doch. Der... Alter. Der... Bubble. Ich kann das nicht aussprechen. Bubble ist wieder am Start. So, jetzt aber. Der RE-Skin ist auch neu. Lol. Und der Bojack-Bow-Skin, bin ich jetzt nicht ganz sicher, glaube aber auch.
Und da sehen wir den Rave-Skin nochmal quasi in Nahaufnahme. Yo. Und wir bekommen tatsächlich Flashpoint. Flashpoint Zones. Regenerate Health and Shield Healing and Shield Loot Removed. Was heißt das Ganze? Wir bekommen Flashpoint. Es gibt Zonen, in denen man sich automatisch heilt. Und ja, in denen man Schild und Heilung regeneriert. Und alle Shield- und Heilungs-Items wurden aus dem Spiel entfernt. Was heißt, man muss sich quasi in den Zonen bewegen, um wieder Heilung zu bekommen. Was extrem interessant ist und einfach mal, ja, eine ganz andere Form von Battle Royale verspricht. Deswegen, da habe ich auf jeden Fall richtig, richtig Bock drauf. Auf den Modus freue ich mich. Der ist zwar nicht ganz neu, aber den hatten wir, glaube ich, jetzt schon seit, boah, lass mich lügen. Ich glaube, seit 4 Seasons nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir ihn bei Fuse in Season 8. Ja, doch, sehr sicher sogar. Oder vielleicht sogar noch früher? War der vielleicht nicht sogar schon Season 7? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es schon ewig her, dass wir diesen Modus hatten. Und ich habe richtig Bock drauf. Ich freue mich so krass auf diesen Modus. Und ist der Skin neu? War das ein Hemlock-Skin? Ich glaube schon. Okay, das ist eine Rampage. Die ist aber ohne Skin, oder? Ich glaube, das ist eine Rampage ohne Skin. Und das ist so geil editiert, ne? Das ist unglaublich, dass ihr mit dem Rave nochmal wie sie in der Lifeline finisht. Ich weiß nicht, ob der Lifeline-Skin eventuell neuer ist. Könnte aber auch sein. Ich kann mich zumindest nicht an den Rucksack bei ihr hinten dran erinnern. Oh, okay, der Seer-Skin ist definitiv neu. Der hat auch gerade den RE45-Skin in der Hand. Okay, epic, epic. Oh, das ist so gut geschnitten, ne? Ja, also ich bin mir fast sicher, dass der Watson-Skin mittlerweile auch neu ist, weil sonst würde er da nicht so aufgeführt werden. Und dieser Pathfinder-Skin. Dieser Pathfinder-Skin ist ja so epic. Wie auch noch, wie die Mafia, die Goldkette. Wie so ein Mafia-Boss hat er einfach die Goldkette um den Hals. Nein! Das ist so geil gemacht, ne? Oh mein Gott. Okay, da sehen wir die Valkyrie nochmal, auch wenn verschwommen. Oh, ich hab so Bock. Ich hab so Bock. Das wird so geil. Und dieser PK-Skin sieht auch mega epic aus, ne? Wild. Bam! Und das ist so clean, ne? Puh! Der Fuse-Skin müsste auch neu sein. Und diese Aussage verstehe ich nicht ganz. Was meint er damit? Die Handschuhe fallen weg. Bekommt er sein Erbstück verändert? Oder bekommt er ein verändertes Erbstück? Oder zieht er einfach nur die Boxhandschuhe aus? Weil, keine Ahnung. Also da bin ich auf jeden Fall mal richtig gespannt, was da sich draus ergibt. Aber die Aussage muss ja irgendwas bedeuten. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren mutmaßen, was damit gemeint ist. Warum sollte Pathfinder seine Boxhandschuhe ausziehen? Die Boxhandschuhe sind sein Erbstück. Und er sagt, er wird sie ausziehen. Aber warum? Bekommt er neue? Werden die verändert? Bekommt er ein komplett neues Erbstück? Oder was ist hier los? Ich habe keine Ahnung. Rätselt mal mit mir in den Kommentaren. Ich kann es mir aber aktuell gerade gar nicht erklären. Aber okay, gucken wir mal rein in die Patch Notes, was sich denn noch so alles zu dem Event am kommenden Dienstag, am 19. April, verändert. So, hier haben wir bei den Patch Notes Rückkehr von. Befreit euch von allen Fesseln mit der Rückkehr von Unshackled. Der Krisenherd kehrt zurück. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig geil. Das ist, wie gesagt, dieser Modus, wo wir diese vielen Zonen haben. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und jetzt, was haben wir hier alles? Der Valkyrie-Skin. Heftig. Der Rave-Skin. Oh, die hat den PK-Skin dazu. Ich glaube, der PK-Skin wird epic. Der Crypto-Skin sieht so fire aus. Der K-Skin ist mega geil. Hier die Hemlock mit dem Pathfinder-Skin. Alter, ich bin überwältigt. Und was ist das denn hier für eine Waffe? Ist das die Rampage gewesen? Ich glaube actually schon, dass die Valkyrie einen Rampage-Skin dazu bekommt. Also passend zu ihr. Ey, das ist so geil. Das ist so geil. Real Talk, ne? Ja, es müsste ein Rampage-Skin, glaube ich, sein. Ich habe so Bock auf dieses Event. Das wird so heftig. Oh mein Gott. Ja, was wird zum Event noch kommen? Und zwar Blitz-Events. Was heißt, ihr könnt quasi in kurzen Abständen hier diese Sachen freischalten. Dafür müsst ihr Challenges absorbieren und die sind quasi nur kurzzeitig verfügbar. So könnt ihr diese ganzen kostenlosen Items freischalten. Unter anderem auch der RE45-Skin und der Seer-Skin. Und ich glaube, das hier ist ein Thematic Pack. Sprich also, mit diesem Ding können wir einen von diesen heftigen Skins hier freischalten und halt die anderen, die noch mit dazugekommen sind. Das ist auf jeden Fall auch richtig, richtig cool. Was haben wir hier? Oh, da sehen wir die Fährtenlaser, also die Plaketten. Und zwar hier Battle Royale Kills, Drone, EMP Shield, Battle Royale Damage. Okay, Crypto für Pathfinder. Mhm. Grapple Travel Distance. Und hier für Valkyrie Missile Swarm Enemies Hit. Also wie viele Gegner getroffen wurden. Krass. Okay, geil. Die sind auf jeden Fall auch richtig epic. Nice one.
Und das bekommen wir anscheinend im Sonderangebote-Shop. Oh yes, der Gibby-Skin kehrt zurück. Der ist auf jeden Fall epic. Den Prowler-Skin fühle ich nicht so ganz. Der Revenant-Skin war mal extrem im Hype und dieser 301 Skin im Revenant Design ist, glaube ich, ziemlich pay to win, weil der ziemlich schmal ist. Ja, dann hier den Crypto, okay, auch mal nochmal zwei geile Posen dazu, ist jetzt nicht ganz so spektakulär und oh ja, das wird hier viele von euch freuen, einer der meiner Meinung nach geilsten Octane Skins aller Zeiten, nämlich der hier, und einer der geilsten 301 Skins aller Zeiten, nämlich der hier, kehren in den Shop zurück. Die zwei sind so epic. Alter, yes! Das ist richtig geil. Den Caustic-Skin habe ich schon. Den R9-Skin glaube ich sogar auch. Die fühle ich jetzt beide nicht so krass. Der Watson-Skin ist ganz cool, wenn man es mag. Und dieser Bloodhound-Skin ist fire. Also den braucht man auf jeden Fall auch. Richtig, richtig geil. Okay, was ist hier noch? Update des Themen-Event-Registers. Okay, das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ist meiner Meinung nach besserer Aufbau. Okay. Und es gibt tatsächlich keine Patch-Notes. Es werden keine Bugs gefixt oder sonstiges. Okay, das finde ich jetzt tatsächlich ein bisschen schwach, da hätte ich mehr erwartet. Aber okay. Ja, dafür bekommen wir geile Skins und einen neuen geilen Spielmodus. Also, das ist okay. Da kann man drüber reden. Schade, zum Beispiel der Charge Rifle-Bug aus dem Video gestern. Hätte ich mir natürlich gewünscht, wenn der gefixt wird. Aber es kann auch sein, dass der gefixt wird, ohne dass sie dazu was sagen. Ohne dass es halt in den Patch-Notes steht. Ja. Es kann sein, dass ein paar Kleinigkeiten gefixt werden, aber vielleicht nichts Großartiges. Aber ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Diese Skins werden geil und ich freue mich wirklich auf dieses Krisenherd-Event, auf das Flashpoint Zones. Das wird einfach richtig geil und ich werde dazu wirklich 1, 2, 3, 4 Videos machen, weil dieses Event habe ich damals schon gefühlt. Damals habe ich aber noch keinen Apex-Content gebracht. Jetzt tue ich das Ganze und deswegen werden wir uns das Event definitiv gemeinsam anschauen. Leute, wenn ihr die Skins genauso hype findet wie ich, dann lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zum nächsten Video und ja, seid alle gehypt auf dieses Event. Macht's gut, bis dann und ciao.